Am 21. September übergab Innenminister Lorenz Kaffier zusammen mit Stadtpräsident Sebastian Ehlers im Schweriner Stadtteil Krössnitz einen Bewilligungsbescheid an den Vorsitzenden der Schweriner Schützenzunft. Mit 25.000 Euro wurde die Modernisierung des Schießstandes mit Mitteln aus dem Strategiefonds des Landes gefördert. Der 380 Jahre alte Schützenverein hat für insgesamt 64.000 Euro die Schießanlagen aufgerüstet. Der Schützenverband im Land ist eine feste Säule und auch der hat wie viele die gleiche Problematik. Wir müssen uns um Nachwuchs kümmern, wir müssen sehen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Das heißt, sie müssen investieren, sie müssen auf den heutigen Stand der Technik kommen. Und insofern glaube ich, dass es auch richtige Entscheidung ist, dass wir Vereine in der Breite, da zählt eben der Schützenzunft oder die Schützenvereine auch dazu. Ja, der Verein hier auf der Krössnitz hat eine jahrhundertelange Tradition, ist sehr gut sportlich unterwegs, deutschlandweit in der guten Jugendarbeit, und deswegen habe ich das Projekt hier auch gerne unterstützt. 14 Freiluftstände, davon 4 für Pistolen und 12 Luftgewehrstände wurden modernisiert. Statt mit Papierscheiben können Schützen ab sofort ihre Ergebnisse voll elektronisch und mit hoher Präzision ablesen. Tradition, Nachwuchsarbeit und Leistungssport bietet die Schweriner Schützenzunft mit ihren rund 150 Mitgliedern. Laut dem Stadtpräsidenten Sebastian Ehlers war die elektronische Aufrüstung besonders für Meisterschaften eine notwendige Investition.